Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, es gibt einen Key zu gewinnen für die Pico 4 und zwar Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 hier in diesem Video. Es gibt auch ein Video zu Chapter 1. Alles in die Infobox gepackt und in die Beschreibung, also könnt ihr bei beiden Gewinnspielen mitmachen. Also für die Pico 4 gibt es hier Walking Dead Saints and Sinners 2 und ja, wir spielen immer noch The Tourist in dem Game und kommen diesmal natürlich in eine andere Gegend und erleben natürlich andere Abenteuer. Ich selbst habe es noch nicht großartig gespielt, wie in Chapter 1 auch. Ich habe beide nur mal angetestet, aber sind coole Games und lohnt sich auf jeden Fall hier mitzumachen. Und ja, wie macht ihr mit? Einmal solltet ihr Abonnent sein auf meinem Kanal und dann solltet ihr einen Kommentar reinschreiben unten in die Beschreibung, ja, dass ihr gewinnen wollt hier diesen Key. Und müsst natürlich dann auch nun dieses Codewort eintragen, sage ich einfach mal, könnt ihr irgendwie verpacken in den Kommentar. Und zwar, wie heißt der Charakter, den wir hier bei Walking Dead Saints and Sinners spielen? Bei Chapter 1 und Chapter 2. Der Charakter bleibt gleich. Ja, habe ich in dem Video ja schon erwähnt, von daher, ja, könnt ihr irgendwie reinschreiben in den Kommentar und dann könnt ihr natürlich auch mitmachen. Einsendeschluss ist Mittwoch 16 Uhr und danach irgendwann, ich hoffe, das schaffe ich zeitnah, dann werde ich einen Livestream machen mit der Auslosung für beide Gewinnspiele natürlich und ja. Das werde ich dann noch bekannt geben auf Facebook und im Discord. Unten sind die Links in die Gruppen, in die Discord-Gruppe und in die We Are World Germany Facebook-Gruppe. Würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr da, falls ihr da noch nicht da seid, dass ihr da joinen würdet. Und ja, ich kann jetzt nur noch sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Lohnt sich definitiv, hier mitzumachen. Und ja. Für die Pico 4 ist es echt sehr, sehr geil, dass die beiden Games auch wirklich portiert wurden für die Pico 4. Und ja, sind so Must-Have-Titel, sage ich einfach mal. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.